muss man schon wieder gucken, was war was. Okay. Vorsichtig. Ja. Au. Da hab ich mal nicht aufgepasst. Ups. Ich find's aber ansonsten ja ein schönes Minispiel. Das hat auch irgendwie gefühlt ein bisschen so ein reines Horror-Adventure. Find ich jetzt erstmal ungewöhnlich, dass da so eine was extra mit drin ist. Aber ist definitiv nicht schlecht. Was? Das sind die Damen- und Herren-Toiletten? Ich würde mal ganz kurz bitte speichern, weil man hat ja echt ein großes Gebiet gerade erkundet. Die Schatten waren gerade ein bisschen creepy. Naja. Wo man sich alles fürchten kann. Vor allem vor Würmern. Ja, die Würmer haben den Körper befallen. Das ist halt eine Frage, was ist mit den Würmern? Sondern die irgendeine Substanz ab, die man abbauen möchte, also zwischen man sieht, damit sie die Substanz in Massen produzieren, siehe irgendwie Bioshock, diese Schnecke. Oder halt auch spezielle andere Drogen, die hier vielleicht angebaut werden. Oder müssen die in Menschenkörper, damit er überhaupt irgendwelche Fähigkeiten erhält. Das ist also der Gang. Also erstens, warum sind hier nochmal Vorhänge? Zweitens, warum... Nee, ich will es gar nicht wissen. Irgendwie schon seltsam. Na gut, was haben wir? Wir haben zwei Toiletten. Die eine... Achso, oh Gott, ich hätte nur die zu übersehen. Das ist nochmal von Vault. How many zeros you add on the check? Uiui. Moralische Bedenken. Und die Familie. Die Evelyn, okay. Okay, war nochmal eine Abfuhr. Aber schon der Verweis, dass seine Tochter sehr großes Interesse an Medizin hat. Wieder Toilette. Moment. Normal. Ich gehe näher ran. Krieg ich da noch Schaden? Ich will es gar nicht wissen. Okay, wir haben Waschbecken. Leere Waschbecken. Spiegel ist weg. Hallo? Kann ich bitte dieses Abluftgitter zur Seite schieben, ohne dass ich hier mehr... Danke. Nicht schlecht. Das war's beim Kriegen. Na gut. Okay, das Problem ist, wenn ich leider noch gehe, ich komme nicht zurück. Ich muss leider noch gehen. Okay, wir haben mehrere Ebenen hier. Mal gucken. Also hier ist nix. Sicherheitshalber kann ich reingehen? Nein, ich kann nichts drücken. Nochmal umgucken. Nein, ist auch nichts. Dann gehen wir hoch. Ah, schade, dass man nicht sieht, wo man gerade direkt langläuft. Das würde manchmal ein bisschen vereinfachen. Langer Gang, langer Gang. Wahrscheinlich
Das hat man vor uns schon gesehen, dass da was war. Lasst euch ihm helfen, also einfach strichen. Testsubjekt, helfen, ich soll bitte gehen. Und jetzt eine Party? Was? Achso, ich bin jetzt die Ebene da drüber. Gut versteckt. Unbedingt eine Party. Und mein Vater war mal kurz am Hörer. Und man hat das schon gehört, das war irgend so eine Stimme, die Gehalt hat. Das klang jetzt nicht mehr so ganz, sag mal, normal. Da wird wohl einiges im Argen sein. Okay. Die Tür war zu oder ist noch zu aktuell. Hier sind die Treppen, die nach unten führen. Wo ich auch. Doch. Ich hab's drauf gehofft. Man kann die verschieben. Man kann dann hier rum. Ja, genau. Das habe ich mir schon unten gedacht, weil das so eine Kerre war. Also jetzt hat man den Rückweg ein bisschen einfacher. Brauchen wir ja auch, weil er kommt ja nicht mehr hoch. Ist mir vor uns echt so eine Notiz fast verloren gegangen. Da muss ich jetzt echt noch ein bisschen gucken. Wäre schade, wenn wir da so viel übersehen. Überall die roten Vorhänge davor gezogen. Wo ist das dunkel? Dann nehmen wir hier. Oh. Warte, Donald. Nachruf. Morphine-Überdosis. Ist er gefunden worden im Garten. Von der Tochter. Gefunden. Famous Missing Woman Crazy Donald. Oh Gott, jetzt muss ich schon nachgucken. Er hat doch vorhin so mit Familie geredet, mit Frau und so weiter. Ist sowohl die. Moment, was ist denn das? Datiert die Zeitung, steht da was? Das kommt jetzt schlecht hier. Oktober 29, 1940. Die Briefe waren Anfang 1940 gewesen. Moment, guck mal durch. Die letzten, ja. Und dann halt sowas. Das heißt, wir müssen theoretisch nochmal einen Artikel finden, was mit der Frau war, dass sie verschwunden ist, und dann wissen wir jetzt, okay, dann ist er, wer weiß, wie es passiert ist. Ach, hier drunter steht's. Frau ist auch verschwunden. Tja, na gut. Ich glaube, wir wissen alle, dass der Holtwig auf jeden Fall die Finger im Spiel hatte. Ob nun aktiv mit der Morphinüberdosis oder indem er halt psychologisch ihm noch den Krieg erklärt hatte, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall nicht sehr nett, der gute alte Knabe, was der für Forschung betreibt und die Leute langsam ins Verderben stürzt. Das ist irgendwie anders als der Rest hier, oder? Mit diesen. Egal. Mit diesen Holz.
Geländer. Hier kommen wir rein, hier geht's weiter. Bänke. Noch mehr Bänke. Okay, dann immer dieselben Bilder. Okay, wieder so ein Traum. Wir speichern erstmal. Nehmen wir die Notiz auf. I've gone through this before. The abominations, the experiments, the tests. I must find a way to escape destiny. But I don't know how. The worst of all is that I don't know how to get out of the track. And the more risks I run, well, the more intense the visions are. Der arme Bennett. Und das war von 47. Wir gehen hier mal runter. Ich muss ja zugeben, das sieht ja gerade ein bisschen irgendwie militärisch. Area 51-mäßig aus. Statt das Tetris fahren die Teile vielleicht raus. Oh je, große Räume. Na gut. Wupp. 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 Ah, okay. Auch noch. Cool. Nein, und springen. Okay, jetzt muss man deutlich früher machen. Ich wollte eigentlich aufhören am Speicherpunkt, aber es gefällt mir hier. Also ich finde, es ist schon eine ganz coole Abwechslung, dieses Horrorspiel mit... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell. Dieses Horrorspiel mit solchen Einlagen. Was hat das jetzt bewirkt? Dass da drüben was passiert. Ich würde sagen, ich lade nochmal, mache noch zwei Versuche und dann ist ein Level 7, es wird Level 6 gewesen. Ich sehe gerade den Namen. Ich mich ja ständig verspringe. Warum nicht zu viel probieren? Okay, Bennett. Das hat man mitgenommen, das heißt, wir können jetzt runtergehen. Und machen Versuch Nummer 1. Geschafft.
Kann man sich hier nicht einfach dadurch mal eine Rampe erzeugen? Nee, geht nicht. Jetzt springen wir ordentlich. Wow. Was ist denn das hier? Rohpost? Ja, dummerweise, da hier so viele Rätselstände, also Jump-and-Run-Einlagen sind, wird... Oh Gott, ich sehe jetzt schon, was es ist. Eine Plattform hin und her ist und man muss ständig hier die einzelnen... Ach du Scheiße. Ich hätte wenigstens mal gerne einen Speicherpunkt. Weil ich sehe schon, man muss wahrscheinlich hier links anfangen. Da muss man wahrscheinlich ganz nach rechts. Dann wohin? Ach ja. Springen, springen, ducken, rüber. Mist. War hier irgendwas? Ich glaube nicht. Das muss man mitnehmen, wenn man wieder drüben ist. Weil hier drüben muss ich hin. Das heißt hier diese U lang laufen. Okay, los. Und zurück. Ups. So. Hier ist ein Aufzug. Kann ich hier was falsch machen? Da führt er mich in die Freiheit. Okay, haben wir Teil 2 auch erledigt. Ja, noch was? Nein, sieht nicht so aus. Gut. Dann. Puh, das sieht wieder sehr lustig aus. Also, sieht schon sehr militärisch aus, dieser Parcours. Ist hier gerade dieses Ding gesprungen? Der Verteilerkasten. Das sah irgendwie gerade ein bisschen. Na gut. Dubios aus. Also wir erinnern uns, diese Turbinen sind nicht so ganz angenehm, wenn man da drin steht. Dennoch vielleicht am besten zum Absprung das hier nutzen. Da springe ich bestimmt zu weit. Ups. Okay. Die Plattform bleibt bestehen. Dann springen wir hier rüber. Und befördern uns somit nach oben. Okay. Gehen hier rüber. Stahl. Diese Träger sind natürlich interessant. Darf man dazwischen laufen? Ja, darf man. So. Dann springen wir mal hier runter. Nehmen wir das erste mit. Oh je, das wird interessant. Schön weit außen springen. Und anschalten. Okay. Oh Gott. Ich soll das lieb schon an mir vorbeiziehen. Okay. I'm starting to think that the walkie-talkie is broken and that you can't hear me. Macht das nicht einfach Sinn, bei solchen Testräumen irgendwann eine Überwachungsstation zu haben? Also wie bei dem anderen, wo wir waren, wo wir die ersten Fähigkeiten getestet haben mit unseren
hin und her. Ja, wie heißt das Ding? Entschuldige. Elektromagnet Version 3.0. Sehe ich nämlich irgendwie gar nicht. Okay, Holdwick ist etwas ungehalten. Seine Nachfrage. Da oben liegt was vielleicht. Seine Nachfrage, wie uns der Test gefallen hat. Konnten wir ihm jetzt nicht beantworten und da ist er schon der Meinung jetzt langsam, dass das Gerät nicht funktioniert, das Walkie-Talkie, und er uns nicht doch lieber, ja, vielleicht doch mal persönlich treffen soll. Okay. Weiß ich nicht, ob ich da so begeistert bin, obwohl, wer weiß, wie er denn eigentlich ist. Wir kommen aber, lange Rede kurz Sinn, trotzdem nicht dort hoch, auch wenn da so ein paar Wellblechplatten liegen. Na, wird schon nichts drauf sein. Gut. Hier oben, da kommen wir auch nicht rein. Wir haben ja nichts zum Verschieben, nee. Das geht nicht. Und somit. Kommen wir jetzt zurück. Sehe ich das richtig? Achso, wir kommen jetzt in das. Hier rein. Sieht irgendwie sehr glatt aus für eine Tafel. Das ist eher irgendeine Folie vom Gefühl. Wir können das gerade nicht aufmachen. Weil wir den Schall nicht betätigt haben. Okay. Ich nehme so erstmal die Aufzeichnung mit. But it's not worth a try. Das ist irgendwie seine Lebenslust verloren. Dass selbst Hoffnung eigentlich nur, ja, die Vorstufe des Todeskampfes ist. Und er auch irgendwie meint, dass es scheinbar alles keinen Sinn mehr hat. Was hier so ablief. Also er klang schon etwas gebrochen, sagen wir mal. Demnach waren es vielleicht die letzten Worte mit gewesen von Inge. Wir haben die Recordings. 47, 415. Ne, später gibt's gar nicht. Der arme Gute. So. Na, bei dem Talstück alles so glatt läuft. Erstmal speichern. Er freut sich und weder er noch der Paps werden da sein. Ich stört hier gerade, dass die eine Tür noch zu ist. Oder geht zufällig auf, wenn ich vorbeilaufe. Scheinbar nicht. Okay. Beruhig dich. Sag mal, hat der vorhin schon mal so geatmet? Bin ich noch nie so viel gerannt mit ihm. Scheinbar. Egal. So, wir haben jetzt vorne in der Bühne was aktiviert. Und weder er noch mein Vater werden da sein. Aber wer dann? Würmer? Gucken mal in die Richtung.
Wir dürfen auch den Schalter ziehen. Das machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal so auf die Bühne, um zu schauen, was denn hier los ist. Ne, der Schatten ist einfach nur, dass sich bewegt. Hier passiert auch nichts. Ich glaube. Okay. Gehe ich einfach so zur Bühne. Ja, das ist das und das ist das. Und kriege nicht mal mit, dass hier ein paar Sitze besetzt sind. Die Masken haben wir ja vorhin schon ein, zwei gesehen. Gut, die Köpfe drehen sich in unsere Richtung, oder? Nein. Aber wer ist das? Leben die noch? Leichen? Okay, da klauen wir wieder gemacht. Hallo? Ich würde mal speichern, bevor ich jetzt hier die Truhe öffne. Ich habe nämlich die Angst, dass schon wieder ein Würmchen drin ist. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen mit unseren Lebenspunkten. Ich darf wahrscheinlich nur ein Würmchen abkriegen, sonst bin ich breit. Und kann das eine Achievement wahrscheinlich vergessen. Ich habe versucht, einigermaßen gut zu spielen dafür, aber die Würmer, die fressen halt trotzdem einfach an Lebenspunkten. Okay. Was wird uns damit jetzt sagen? Wir hatten ja vorhin schon die Einführungssequenz gehabt für die Mitglieder. Verspricht mir halt, oder er verspricht mir ein langes Leben, sehr langes Leben, sodass noch meine Enkel mir danken können. Pff, ja, mein Gott, ewiges Leben ist nicht gerade so was Erstrebenswertes, meines Erachtens, aber kann man sich wieder drüber streiten. Auch vor uns war es sehr interessant, dieses, dass er meinte halt, dass Glauben auch nur ein anderes Wort für Ignoranz sei. Und die anderen Worte wie Liebe und was war das Schicksal? Ja, man merkt schon, dass er das will, das von der kompletten wissenschaftlichen Seite sehen und alles, was nicht diesen entspricht, steht da halt sehr kritisch gegenüber. So, wir müssen aber
Aber ich verstehe vor allem nicht die Aussage, wir müssen ihm helfen. Warum müssen wir ihm überhaupt helfen? Er hat versucht, uns teilweise umzubringen. Dann wollte er zwischenzeitlich, dass wir abhauen. Ich wüsste nicht, warum ich ihm überhaupt helfen sollte. Was sind wir denn jetzt eigentlich? All decisions you've made up to now have been influenced by other people. Follow your intuition. You'll doubt, and you'll let others guide you. Don't do it. Even those who try to help you will deceive you. You have to go your own way. Choose the roads you want to follow. At least you'll have some peace of mind if you disappear. After this tragic moment, he's lost his mind for good. Das klang wie wirklich das Allerletzte, was der Bennett zu sagen hat. Vor allem, er spricht direkt zu uns. Ich verstehe immer noch nicht ganz die Zeitebene, weil wenn das wirklich ein Recording ist von 47 und er spricht mit uns, wir aber offensichtlich in einer anderen Zeit sind, denn wir haben Notizen gefunden von 65 etc. Wo wir eigentlich hier sind. Na, oder wir sind doch schon länger da. Der Kansas hat ja auch schon gesagt, dass es einige Jahre her ist, das haben wir auch schon mitgekriegt. Das ist halt irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man dem wirklich so trauen kann, den ganzen. Aber ich glaube, ich habe hier eine lange genug Session gemacht jetzt. Ich würde erstmal speichern. Sicherheitshalber zweimal. Und das Ganze abbrechen. Also, das nächste Mal machen wir hier weiter und schauen mal, wie viel das noch ist. Ich meine, Achievements-technisch sind wir relativ weit. Keine Ahnung, was da alles noch kommt. Also, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.